Sie haben Richard Lugner zuletzt ja auch beim Auftritt in Mörbisch getroffen. Hätten Sie sich da träumen lassen, dass es so schnell vorbei sein kann? Also ich habe 3 Tage mit ihm vor der Premiere gesprochen und er hat mir gesagt, nein, ich habe das versprochen und wenn ich im Rollstuhl komme, ich komme. Hm. Und ich bin dann, glaube ich, einen Tag vor der Premiere noch einmal angekommen und gesagt, Richard, Herr Lugner, wenn es wirklich schwierig ist, ich verstehe das, wenn nein, ich halte meine Versprechen und dann ist er wirklich gekommen. Und das war schon ein bisschen ein Schock für uns alle, weil wir ihn ja noch nie im Rollstuhl gesehen haben. Wir kennen einen starken, wir kennen einen lustigen, wir kennen einen angriffsfreundlichen und freudigen Lugner, einen charmanten Lugner. Und da war er, also wie ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich mir gedacht, das ist nicht der Lugner. Aber er hat das mit einer Würde und einer Grazie gemacht, dass man gar nicht gemerkt hat, dass er im Rollstuhl sitzt. Er ist dann, und das hat mich wirklich jetzt im Nachhinein freut mich das besonders, er hatte auch den größten Willkommensapplaus. Mehr als jeder Politiker, mehr als jeder Star. Ja. Die Leute haben ihn wirklich abgefeiert und das ist ein Beweis dafür, dass Richard Lugner nicht nur bekannt, sondern auch anerkannt war von den Menschen. Ja, also er ist ja sehr, sehr beliebt. Er hat ja auch bei einer Präsidentin bei zweimal mitgemacht, hat ja fast 10% erreicht. Auf der anderen Seite hat er ja immer wieder gesagt, er ist der Kasperl, weil der Kasperl gewinnt immer, also eine seiner vielen Aussagen. Sie haben ihn ja so oft interviewt, wahrscheinlich können Sie selber wohl kaum nachzählen oder schätzen. Also er war immer jemand mit Handschlagqualität. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, es war Sophia Loren, war sein zweiter Opernballgast, glaube ich, und das war mein erster Opernball. Mhm. Und ich war ein bisschen hysterisch, weil ich noch nie am Opernball live moderiert hatte und mein erster Gast, mein erster Einstieg in diesem Opernball war Sophia Loren, das war 98, glaube ich, und ich habe ihn angerufen, 2, 3 Tage vorher, habe gesagt, Herr Baumeister, gibt es eine Chance, kann ich die Loren kennenlernen? Und er hat gesagt, nein, ich werde sie fragen. Dann habe ich sie wirklich am Vorabend kennenlernen können. Mhm. Sie war beruhigt, ich war beruhigt. Ich habe eine wunderbare Stunde mit einer der schönsten Frauen der Welt verbracht, sehr interessant. Er ist gegangen, wir waren wirklich allein und er hat immer alles gehalten, was er versprochen hat. Das war auch der Opernball, bei dem sein Gast, also wirklich mit einem fast zerfetzten Kleid hinaufgekommen ist, weil jeder im Gedränge ein Stück von ihr haben wollte. Also die hat wirklich das Kleid ausgelöst, war unfassbar. Bei Sophia Loren? Ja, bei Sophia Loren. Und ich kenne ihn als extrem charmanten, er war natürlich privat ganz anders. Der war privat wie die großen Darsteller, ich finde ihn ja einen großen Darsteller, es war kein Kasperl, das war ein Darsteller. Und ich glaube auch nicht, dass er viele Dinge unbewusst gemacht hat. Ich glaube, dass Richard Lugner genau wusste, was er tut. Er hat einen Rahmen gehabt, in dem er sich bewegt. Mhm. Er war grantig, er war freundlich, er war charmant. Er war ein echter Wiener. Und ich würde sagen, er ist eine Kultfigur geworden und das wird auch immer bleiben. Ja, also er war authentisch. Also man hat ja auch immer wieder diese TV-Dokumentationen mit Ihnen gesehen, da hat man ihn ja auch in allen Lebenslagen erleben können. Was der ausgehalten hat, der hat ja nur gedreht, bis er 88, 89 war und wie er sich aufgeregt hat. Und ich habe dann gesagt, Herr Lugner, wieso können Sie sich so aufregen? Wir kriegen da keine Herzklopfen. Und sagt, das bin ich eh schon gewohnt, ich reg mich schon so lange auf. Also er hat auch eine Freude daran gehabt und ich glaube, er war deshalb so erfolgreich, weil er das, was er gemacht hat, wirklich mit Freude und Überzeugung gemacht hat. Außerdem, glaube ich, hat er viele Menschen beim Schmäh genommen, weil das war wirklich die genialste Werbung für die Lugner City. Das ist ja, der hat ja das nicht, glaube ich, aus privater Eitelkeit gemacht. Mhm. Es kann sein, dass es ihm im Laufe der Jahre immer mehr gefallen hat und dass er schauen wollte, dass er sich selbst noch übertreffen kann. Aber das war nichts weiter als eine Werbung für die Lugner City und es ist perfekt, wenn das auch gelingt. Natürlich. Hat er Ihnen vielleicht irgendwann einmal verraten, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, mit Stargästen am Opernball für diese Publicity zu sorgen oder ist es einfach so entstanden? Er hat mir einmal gesagt, aber ich glaube, das war vor seinem ersten Gast, dass da habe ich einmal getroffen, der Opernball so fad ist, weil dort nichts geschieht. Und dann 2 oder 3 Jahre später kam er mit dem ersten Gast, ich weiß nicht, wer die erste war, aber die zweite war die Loren. Und natürlich wird Richard Lugner abgehen, vor allem für die Medien, für euch, für die Printmedien noch viel mehr. Denn worüber berichten die Printmedien 4 Wochen, 5 Wochen vor dem Opernball? Nicht, leider nicht, wer auftritt in der Mitternachtseinlage oder wer spielt oder singt, sondern welcher Gast kommt, wird sie sich benehmen, wird sie sich nicht benehmen. Und das hat er so perfekt zelebriert, mit allen Höhen und Tiefen. Ich habe ihn also einmal erlebt, wie sich, ich glaube, die Gary Halliwell, wenn sie jetzt richtig ausspricht, hat sie am Klo eingesperrt und wollte nicht zum Interview kommen. Ja. Da hat er getobt und hat wirklich getobt und dann ist er bei mir gestanden in der Loge und hat so gemacht. Also ich habe sofort gewusst,
die Toberei war nicht echt. Sie ist halt nicht da, wir haben ihn interviewt. Ich habe großen Respekt vor ihm. Wir waren nicht immer so gut. Ich habe ihn einmal in einem Kabarett ordentlich verrissen. Er hat dann einmal eine ziemlich homophobe Stellungnahme gegen mich abgegeben oder gegen Schwule. Da haben wir dann ordentlich gestritten, unter vier Augen. Aber das hat dann auch was ausgelöst. Und dann in den letzten 5 Jahren, bin ich auch sehr dankbar, haben wir uns wirklich beide schätzen gelernt. Ich muss auch sagen, auch in den Zeiten, wo er böse auf mich war, ist er zu all meinen Theaterpremieren gekommen. Er ist wirklich gekommen, auch zu denen, wo keine Seitenblicke waren, wo keine Society-Berichterstattung war. Ich glaube, er war wirklich ein unterhaltungsbewusster Mensch und er hat auch Unterhaltung mit Haltung gewollt. Er hat mit mir wahnsinnig lange diskutiert einmal, warum geben Sie die Operette auf in Mörrisch? Warum machen Sie das? Letztes Jahr nach Mamma Mia ist er zu mir gekommen und gesagt, jetzt weiß ich, warum Sie die Operette eingestellt haben, weil es etwas anderes Gutes auch gibt. Und er war auch von der Lady begeistert. Er hat dann noch ganz kurz, ich habe ihn ganz kurz verabschiedet dort. Hätte ich gewusst, dass das mein letzter ARD ist, hätte ich vielleicht was, aber das weiß man nicht. Das ist das Gute im Leben, dass wir das nicht wissen. Und wie sie ihn dann rausgeführt haben, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich gespannt, ob er nächstes Jahr kommen kann. Und da hat er auch noch gesagt, das war ein wunderschönes Erlebnis, danke, und das ist ein super Weg. Also er war, ich glaube, er war einzigartig. Ich glaube, dass er Kultstatus hat. Und lieber Julian Stöckl, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Aber wo ist meine Kamera? Aber um ein Richard Lugner zu werden, da braucht man ein bisschen mehr noch. Vor allem, weil der Richard Lugner natürlich ein derartiger Wiener war. Und ich glaube, man muss ein Wiener sein, um so etwas mit so viel Charme und Grant zusammenzubringen. Wenn ein Menschen angebissen hat, war er 30 Minuten später wieder gut, hat sich entschuldigt. Und er hat es genossen. Die Ups und die Downs alle genossen. Ja, so ein Mann mit Handschlagqualität, absolut, mit Charakter, der die Kultur, absolut, geliebt hat, ja, der das wirklich genossen hat. Herr Haider, beim Opernball wird aber natürlich jetzt eine gewaltige Lücke entstehen. Glauben Sie, seine Tochter könnte eventuell, sie ist ja jetzt seit kurzem verheiratet mit einem Mann, der sich auch gerne in der Öffentlichkeit blicken lässt, könnte das weiterführen, diese Tradition? Wissen Sie, ich glaube, ein Opernballbesuch mit einem Gast, ich liebe die Jacqueline, die ist schwer in Ordnung, die ist toll, aber ein Opernballbesuch in Memoriam Richard Lugner mit einem anderen Gast, ich weiß nicht, ob das so ziehen würde. Die Kraft hätte sie sicherlich. Und jetzt, um das auch klarzustellen, der Opernball wird nicht an seiner Qualität verlieren, überhaupt nicht. Das ist ein einzigartiger, großartiger Ball. Aber der Richard Lugner war so das i-Tüpfelchen. Der hat so immer dafür gesorgt, erinnern Sie sich, immer war irgendetwas mit seinen Gästen. Immer. Und es hat aber dann immer wieder funktioniert. Und er war wirklich das i-Tüpfelchen. Wir wissen das ja auch von den Quoten, dass dann in der Mittelloge die Quoten sprungdarf angestiegen sind, wenn sein Gast kam, meistens. Mhm. Und egal wer das war, die Kim Kardashian, die Sophia Loren, wie ich schon gesagt habe, oder die ganzen alten großen Hollywood-Stars, das war halt immer so der Zuckerguss noch drauf. Und das hat auch den Ball natürlich ein bisschen aufgewertet. Jetzt nicht die künstlerische Qualität, aber es ist ja auch ein Society-Event. Man darf ja nicht so verlogen sein und sagen, das ist der Staatsball. Das ist natürlich auch ein Ball gesehen und gesehen werden. Das ist ganz genau, das hat er gewusst. Und er hat dann gesagt, schauen Sie, ich bin ein schier alter Mauer, glauben Sie, wer würde mich fotografieren, wenn ich allein da reingehe? Das war der Lugner. Und dann habe ich gesagt, Sie sind weder schier noch, Sie sind ein älterer Herr, aber Sie sind ja charmant. Sie haben ihn leider nie sicherlich persönlich kennengelernt. Mhm. Der war bei den Essen, er war ein wirklich gebildeter Mensch. Mhm. Er hat eine eigene politische Meinung gehabt. Er hat ja nie politisiert, außer politische Werbung für sich selbst. Das finde ich in Ordnung, finde ich auch richtig. Genau. Und es hätte uns nicht geschaut, wenn so ein Querensteiger auch einmal kurz, glaube ich, einen Job gehabt hätte in der Politik. Ja, das höre ich auch immer wieder, dass diese Aussage kommt. Herr Haider, vielleicht noch einmal, um bei dem Thema zu bleiben, was waren denn so jetzt außer dem Beginn mit Sophia Loren, dass Sie nervös waren, dass Sie sie nachher vorher treffen durften, was war denn die interessanteste Erinnerung an einen Opernball mit Richard Lugner? Er ist bei den Interviews, und das ist selten, wir haben ja oft Leute, die Gäste mitgebracht haben, er war immer einer, der bescheiden und der sich nie vorgedrängt hat. Er war nie, ich weiß, ein einziges Mal hat er die Initiative ergriffen und hat, ich weiß nicht, welcher Gast es war wieder eine wunderschöne Frau, und hat dann gesagt,
ich bin ja froh, dass ich jetzt wieder bei Inner Circle bin. Sind wir wieder gut. Also das hat mich wirklich überrascht. Mhm. Aber sonst, muss ich ehrlich sagen, wir werden sicherlich 20 Mal interviewt haben, bin ich überzeugt, weil 24 Mal habe ich den Ball gemacht. Ich bin überzeugt, dass der ganz genau wusste, was er tut. Und ich glaube auch, dass er ein unfassbares Zeitgefühl gehabt hat. Der hat genau gewusst, wie ein alter Theaterschauspieler, wie lange eine Pause sein muss, dass die Leute noch mehr zuhören. Das hat er beherrscht, das hat er nie gelernt, aber das hat er sich selbst angeeignet. Auch das Englisch war großartig. Das ist um die Welt gegangen. Nicht? Manche haben das natürlich lustig gemacht, aber gut, er hat immer gesagt, ich bin ein Baumeister aus Wien, ich kann nicht Englisch, ich baue Häuser. Also er wird mir wirklich abgehen, weil er ein Teil der Wiener Kultur war, weil er ein Mensch war, der Kultur geschätzt hat, weil er auch Kulturtreibende sehr gern gehabt hat. Und für mich war Richard Lugner ein Lebemann ohne negativen Beigeschmack. Hm. Und ich bin 1000%ig überzeugt, dass Richard Lugner jetzt da oben heute gerade runterschaut und sagt, regt euch nicht auf, ich mache schon meinen ersten Opernball im Himmel. Davon bin ich fest überzeugt. Schöne Worte, Herr Haider. Kommen wir vielleicht auch noch zu seinem Privatleben, das natürlich ebenfalls immer für große Schlagzeilen gesorgt hat. Ich habe heute schon mit Kathi Lugner gesprochen, meine Kollegin Mausi Lugner, die am Boden zerstört ist. Aber dieser Zoo, wie man immer gesagt hat, diese Namen, die er für seine Frauen sich ausgedacht hat, das ist auch etwas, was es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben wird. Also in dieser Form nicht, wenn man ehrlich ist, war der Lugner der einzige Mann in Europa oder Mitteleuropa, der ein Pascha war, der viele Frauen hatte. Und er hat ja den Kontakt zu seinen Tierchen nie abgebrochen. Nicht? Er hat das ja nie abgebrochen. Ich habe das letzte Mal immer wieder gesagt, das bei unserem letzten gemeinsamen Essen, das war im Frühjahr, habe ich gesagt, was ist jetzt, kommt eine Hochzeit, haben Sie schon jemanden zum Heiraten? Ja, das ist so schwer und ich würde so gerne mal heiraten, wissen Sie, und die Frauen gefallen mir halt so gut und ich weiß, sie verstehen das nicht. Und dann habe ich gesagt, Herr Lugner, ja, ich weiß, sie verstehen das auch, sie mögen ja auch schöne Frauen, aber sie wollen es nicht heiraten. Und er war wirklich auf der Suche. Ja. Ich glaube, er war immer wirklich auf der Suche nach Frauen. Ja. Und ich glaube, dass das mehr... Ich glaube, dass das nicht um den Sex gegangen ist. Ich glaube, dass es um die Zuneigung gegangen ist. Das glaube ich wirklich.